Programm steht, es ist ein Workshop. Es ist nicht so richtig der Raum, noch die Atmosphäre für einen Workshop, zumal ihr auch alle sehr verteilt seid in diesem Raum. Nichtsdestotrotz werde ich probieren, ein bisschen durch den Abend zu führen. Im Programm steht auch, das habt ihr ja gelesen, Opportunity and Limits of Civil Disobedience, Titel des Workshops. Da werden wir ziemlich disobedient sein und uns nicht nur so halb an das Thema halten. Wir hatten sozusagen Disobedience streifen, aber vor allem anfangen mit einem kleinen Einblick nochmal in die Revolutionsdynamiken, in die Aufstandsdynamiken in Ägypten, als wie auch in Syrien. Dann im zweiten Teil eher zu den Mitteln und Methodiken kommen, auch was heißt ziviler Ungehorsam da, was passiert da mit ziviler Ungehorsam, um ganz zum Schluss nochmal einen kleinen Ausblick auf das Aktuelle zu machen. Wie bei den meisten Veranstaltungen wird das so sein, dass wir das probieren, so halb zu teilen, hier halb vorne ein bisschen Gespräch zu führen und dann natürlich zu dem Fragenteil kommen. Die Referentinnen wurden schon so ein bisschen vorgestellt, vielleicht noch zwei, drei Worte mehr. Ola, ich kann es leider immer noch nicht so ganz genau, das ist ein Unterlaut im Hals, ist noch sehr aktiv, parteipolitisch wie auch aktivistisch, sehr aktiv in Ägypten und wird natürlich über die aktuelle, aber auch über die historische Situation noch ein paar Worte verlieren, hat sie ja heute Morgen auch schon gemacht. Aktam kommt ursprünglich aus Daraa, einem kleinen Ort im Süden von Syrien, wo auch die Revolution angefangen hat, zumindest die momentane Revolution, der Aufstand, der seit 10 Monaten läuft, ist seit längerer Zeit in Deutschland vor dem Kriegsdienst aus Syrien geflohen und hat hier in Deutschland mehrere Demos organisiert. Hat mehrere Demos organisiert und ist sehr involviert momentan in die Proteste. Anfangen würde ich ganz gerne in Ägypten, natürlich weil das auch zeitlich etwas früher liegt als die syrische Revolution. Heute Morgen, wie auch sozusagen in den Medien, wurde ja schon ganz viel berichtet, aus Kairo, vom Tahrirplatz, was da passiert ist. Ich würde ganz gerne anfangen, deshalb mit einer anderen Perspektive, und zwar mit der Perspektive, was passiert denn außerhalb von Kairo? Also wie fand dieser Aufstand sozusagen in der Peripherie statt? Wie fand er sozusagen in Landägypten statt? Was für Eindrücke gab es da? Und vor allem, wie sah denn die Vernetzung mit dem Zentrum Kairo aus? I think in the morning I gave a bit of an overview on the background of the 10 years ago and who, and what are we exactly building on. I would stick to just 1 year ago this time. I remember that when we were planning for the 25th of January, and to make it clear, it's because the 25th of January is the police day, and we wanted it to make... we wanted to make it not a celebration, but a day when we mark that the police is not to be celebrated. It's a machine of torture that we're against. And of course, so much things are centralized in Cairo, which is not always a healthy way of doing things. My movement, and to clarify, this is when I say movement, I'm talking about the Youth for Justice and Freedom, which is a lefty movement, but not a socialist one or specifically radical left one. But it's a very diverse class-wise movement and a very diverse also when it comes to who lives where, and it's more spread in the country than many other movements which we benefit from, because we have then groups in different cities that our members, when they go back, they study, most of them in Egypt, in Cairo, I mean. Sorry, we say Egypt or Cairo. They also, actually someone in Alexandria would be saying Egypt or Cairo. So they, when they go back, we made sure that there are kind of branches for the movement formed in their cities. And that we benefited, that started way before the revolution, a few years before the revolution, but that we benefited a lot from on the preparation for the 25th last year, because when we wanted to start, thinking that we're only having an uprising, it's not a real revolution or anything, even if we're calling it that because we want the inspiration of Tunisia to be used. But then it started and it became a revolution.
made sure to also use a page, a very important Facebook page at that time and still, which is the Khaled Saeed Facebook page. The Khaled Saeed is the guy who died in Alexandria because he was tortured, and the one I was talking about in the morning, his pictures were all over the internet. His picture without being tortured and his picture after being tortured in the streets by two plainclothes police soldiers. And that page had a million members in no time. Very fast, it became a very popular one. The admins were totally unknown. No one knew who the admins are. We made contact to one of them because of relationships of one of my comrades who got into jail, and then in jail he met someone who told him he can. Anyway, in a way of connecting to the admin, we reached the admin and we started organizing a talk, a secret chat, where he would give us the information of the members of the page who send him for requests of doing things or with initiatives or whatever outside Cairo. And we got lists of people, members of this page outside Cairo, and we started sending them emails directly from an anonymous email saying, we know you're a bit active in your city, we know you're not really politicized or anything, but we are offering that on that day we should march from those places in that city. You should be meeting to organize what you can do, and please take those precautions while meeting. It didn't work in all the places, but it worked in most of them, and it made some other cities. We made sure, and they made sure that in some other cities in Cairo and other cities in Egypt, on the 25th, things were happening. The most two important cities where amazing things were happening were Suez and Alexandria. Alexandria, because of course it's the second biggest city in Egypt. And Khaled Saeed is from Alexandria, and most of the marches for him were in Alexandria. But Suez have a very special kind of a case here, because Suez is the city where most of its people were militants organized in the public resistance against the occupation, the British, and were the ones to deal with the Zionist attacks. Sometimes they were always organized in kind of street fights with occupiers and with others. They are also the ones the 25th was made for, because on the 25th the police was the one that on the 25th and one in a certain year that I can't remember, the police was the one and not the army, the one that protected the Suez city with the people in it, and they lost martyrs, and it became like a marked day as far as I remember. And the resistance they showed on that day, on the 25th, and then on the 28th, and on the 26th, and the 27th. Actually, the first martyr in this revolution is said to be a guy from Suez. When we started marching, we couldn't, of course, focus on whether those very ambitious and very unlogical, most of the time, preparations that we've done in other cities were really organized or not. We were so consumed in the fights we're having in the streets of Cairo. But then we started hearing about what's happening in Suez and Alexandria, and it was so much an inspiration. It meant something is happening in this country. To add to this, we also made sure, which didn't work at the beginning, but worked at the last three days of the 18 days in the first set-in, we made sure we reach every contact of worker movement we had before the 25th, so they would do something, because most of them are in cities outside. We have a very good relationship with the Tanta textile company that had the strike for 6 months against the Saudi businessman who bought their factory and wanted to close it down and just sell the land. We made sure Mahalla is up to date with what we're preparing, because the Mahalla workers and the Mahalla people became very kind of militant after the incidents that happened there. It didn't work at the beginning. What actually happened is we surprisingly found them marching with us or striking with us in Cairo, in Tahrir. And we begged them to go back to their factories, because
they are not just us, they are not just ordinary people. They can do more. They can actually make a fuss about them striking if they go back to their factories. At the beginning, it was impossible because the factories, it was like a capitalist strike. The businessmen closed the factories themselves. But at the end, at the last 3 days, which is something not everyone in Egypt knows, actually, something that we're trying to make a statement about. At the last 3 days, the workers did strike in their factories, most of them, and the civil servants. And that made Mubarak not something that the SCAF and the system can afford anymore. That was something that made them push him to resign, or else it will be too costly for them. And I think it flipped the balance to our favor when that happened. I'll stop here so not to take too much time. Vielen Dank, Aktan. Das hört sich aus meiner Perspektive der ägyptische Fall schon gleich am Anfang sehr organisiert an. Also es gab Kommunikation zwischen zumindest den großen Städten und Kairo. Es gab sozusagen Planungen schon so ein bisschen. Wenn man sich Syrien anguckt, was für viele bestimmt noch etwas unbekannter ist, startet der Aufstand dort in einer Kleinstadt in Daraa, wovor du herkommst. Vielleicht kannst du einsteigen ein bisschen mit der Frage, warum startet er da und warum setzt er sich vor allem erstmal in kleinen Städten fort, anstatt sozusagen in die Zentren zu kommen? Ja, warum in Daraa? Also davor muss man auch sagen, dass es auch kleine Aktionen oder kleine Aufrufe, es gab den ersten Aufruf wahrscheinlich schon im Februar oder so in Damaskus, hier lasst mal demonstrieren gehen, aber da haben nur irgendwie ein Dutzend teilgenommen und wurde binnen Minuten sofort niedergeschlagen. Und es gab auch einige andere kleine Proteste, bis dann in Daraa, die vielleicht habt ihr ja schon die Geschichte gehört oder gelesen, dass sie die kleinen Kinder festgenommen haben, die Parolen da gesprayt haben. Warum in Daraa genau? Allgemein ist der Druck, also die Repression vom Staat, ist überall gleich so stark. Doch eine Stadt wie Daraa an der Grenze zu Jordanien ist ein bisschen so peripher. Wir haben in den letzten Jahren natürlich immer so Einflüsse von außen schon mitbekommen, also wahrgenommen. Zum Beispiel jordanische Sender, israelische Sender, Fernsehsender meine ich, genauso wie die in der DDR, so an der Grenze, die haben auch Westfernsehen bekommen. Also sie haben so eine Vorstellung, dass es gibt ja was anderes. Dass das, was uns das Regime erzählt, nicht immer die Wahrheit ist. Und das zum einen, das ist quasi die Chance, die Möglichkeit, die Leute waren eher ein bisschen vorbereiteter. Und dann kam der Wind des arabischen Frühlings hinüber und immer die jungen Generationen, die Jugend, die waren als erstes, haben sich ja als erstes so angesprochen gefühlt. Und so hat es dann mehr oder weniger war der so ausschlaggebend, dass die Leute in so einem Stadt dann eher als Erster dann sich erheben und lauter werden. Am Anfang dachten alle, übrigens am Anfang waren viele, sogar Syrer, also ich persönlich, also sogar, wir haben das in Tunesien. Wir haben uns alle sehr gefreut und dann in Ägypten und dann in anderen Ländern und wir dachten, ja, was in Syrien? No way, also es ist unmöglich. Der Griff der Sicherheitskräfte, des Sicherheitsapparates ist also so stark, das ist unmöglich. Wir haben auch die ersten Videos zum Beispiel damals von den ersten Demonstrationen in Daraa und woanders. Da die Sicherheitskräfte, die Armee, Leute, Militär, Menschen, es waren mindestens fünfmal so viel als die Demonstranten. Das heißt, man hat absolut keine Chance, irgendwie auf die Straße zu gehen und vernünftig zu demonstrieren, sozusagen. Doch trotzdem, die Menschen haben einen unglaublichen Mut gezeigt, einen unglaublichen Willen, wirklich bis heute. Denn
anders als das Regime und die Staatsmedien gezeigt haben, die wollen nur ein bisschen Gehaltserhöhung oder dies und das, das war anders. Es war wirklich, es ging um Werte. Es ging um Freiheit, es ging um Menschenwürde, Menschenrechte. Es ging um ein besseres Leben. Und sie waren fester überzeugt, dass sie es verdient haben, letztendlich. Also nach 4,5 Jahrzehnten, es reicht schon. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie es weiterging. Also letzten Freitag gab es in Syrien, zumindest ist das, was die Aktivistinnen-Netzwerke raus haben, Demonstrationen an 473 Orten. Das heißt, es ist ja nicht in der Innenstadt von Damaskus oder nicht sozusagen in der Altstadt von Damaskus, nicht in der Altstadt von Aleppo, aber sonst scheint das Land ja an Feuer zu sein. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu sagen, wie organisieren sich denn diese Aktivisten, wer ist das und vielleicht auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum nicht in diesen beiden Zentren? Nach zwei Wochen oder so, es ist bei uns ist ein Phänomen, es ist immer noch vorhanden und Gott sei Dank, dass es das gibt, dass die Menschen sich emittieren. Also es ist so ein Trend, da war ein Trendsetter und auf einmal entbrannte das Feuer überall. Wie gesagt, es war eigentlich wie ein Kochtopf, es ist richtig drinnen brudelt und dann kamen sie in Homs raus und so waren andere ermutigt rauszukommen. Anfangs waren es wirklich eigentlich spontan, nicht heißt spontan, aber jede Stadt für sich, aber alle haben aufeinander so geschaut. Und ich glaube nach drei oder vier Wochen, aber gaben nur die ersten Kontakte. Zum Glück ja haben wir auch Handynetze. Und wirklich war erstaunlich. Leute, die aus Amuda, ganz im Norden, die Kurden, haben sofort Kontakt zu Dara irgendwie hergestellt, wer war denn das? Viele von denen, zum Beispiel, ich kenne viele aus Amuda, wir haben ja an der Uni zusammen studiert. Und ich weiß, ich kenne ihn, dass er bestimmt einer der, die jetzt raus sind. Deshalb versuche ich mir, ihn anzurufen. Und so war es ja so, dass die aus Homs die Dara-Leute angerufen haben und so. Und dann haben eigentlich so ein bisschen Austausch, Informationen und wussten natürlich, sie wollten am Anfang so wissen, wie reagieren die anderen. Klar, das war sofort mit Gewalt, sofort mit scharfer Munition, es gab Tote. Aber trotzdem, das hat die Leute nicht abgeschreckt, sondern sie wollten raus und aber im Vorfeld so ein bisschen wissen, wie da richtig aussieht, worauf soll man sich ja vorbereiten. Und ganz schnell haben sie auch festgestellt, dass sie müssen sich ein bisschen besser organisieren. Vor Ort, aber auch mit den anderen, die Kommunikation aufrechterhalten. Es war wie immer eigentlich, alle Telefonnetze, ob jetzt mobile oder fest oder auch Internet, wird alles abgehört und alles wird kontrolliert und darum haben zum Beispiel die in Dara sind, SIM-Karten, also Handys aus dem Jordanien dann reingeschmuggelt. Also erstmal war die Grenze noch in Ordnung, so haben sie nichts geschmuggelt, aber später müssten sie alles schmuggeln, sogar Lebensmittel. Und so konnten sie etwas sicherer mit anderen kommunizieren, die in Amuda zum Beispiel türkische Handys, also türkisches Netz und die westlich Homs oder so, konnten auch zum Beispiel das libanesische Netz anzapfen. Also sie wussten, was sie da tun. Und außerdem, allgemein, also in den letzten Jahren, man hat auch so gelernt, seine Meinung immer im Geheimen zu äußern. Klar, öffentlich kannst du niemals regimekritisch sein, da bist du dann weg. Also in dieser Hinsicht, man kennt sich ein bisschen aus, wie man so Umwege findet und unterm Radar sozusagen agieren kann. Und von den Erfahrungen der anderen haben sie auch ganz schnell gelernt. Die es dann quasi eine Woche später besser gemacht haben, hat die ersten quasi so ermutigt, es nochmal besser zu machen. Stärker, größere Demos, mehr Transparente, mehr Banner. Was gut war, dass sie, also ohne dass man darüber spricht, das Ziel hat sie alle verbindet. Das Ziel, wirklich. Deshalb waren die Slogans, unser Motto und die Sätze, waren immer einheitlich.
Und das Regime bis heute versucht immer, dass die Gesellschaft ist so, wir haben Minderheiten, sie hassen sich gegenseitig, ganz im Gegenteil, absolut. Das ganz im Gegenteil. Ich meine, sie haben nur seit 10 Monaten nur eins gezeigt, das Volk ist wirklich eins. Sie haben ein Ziel, das hat sie ja verbindet und sage ich auch, dass der Weg auch sie auch zusammen bringt. Olaf, vielleicht eine ganz kurze Nachfrage dazu. Akram hat ja gesagt, dass die syrischen Proteste schon relativ stark beeinflusst worden sind von Tunesien und Ägypten. Nun ist es ja so, Syrien ist losgegangen, oder in Syrien ist es richtig groß losgegangen, als eure erste Phase, sagen wir mal, des Aufstandes vorbei war, oder ihr ein Etappenziel mit dem Sturz von Mubarak erreicht hattet. Wie wird denn heute, oder gibt es eine Bezugnahme von in Ägypten auf Syrien, aber natürlich auch aus Libyen damals, sozusagen wie gibt es die Korrespondenz unter sozusagen den unterschiedlichen Aufständen da? Can you, may I just be allowed to clarify something? I don't think I was clear in the first when I was asked about how spread are we? We are trying to be spread. We're working on the cities, but we're not well spread at all. For example, Upper Egypt is an area that does not really feel the revolution or have the sense of it yet. Some things are happening this year on the anniversary, so Hag and other cities, we're having 20,000 people marching. That was a surprise, but there is still a lot of work to be done for the whole country to feel kind of connected to it. And the arrogance of thinking that Egypt is Cairo is something we are being educated against yet. So I just didn't want to leave the impression that we're okay, we've done it, we're well organized everywhere. On the question, actually, Syria comes, of course, now on daily basis because many Egyptians are glued to the TV to see what's happening or to the Twitter to see, to get any news on Syria or just to see how the media is totally lying when it comes to what's happening there and everything. One thing that comes to mind is, I don't know what could have happened if Syria and Libya in specific have started before Egypt. Because that might have disappointed people or scared them to an extent of no, really a real thing could happen. It might not, but it is a possibility. Tunisia seemed so easy and possible, and that inspired people. Of course, it's not easy, even in Tunisia, and we're expecting that other things would happen, and the fight is not over. They have done great things that we envy them on, but I know that the real radical change is still to be fought for. There is also the inspiration of that Syria and Tunisia in specific, because of Bin Ali and Bashar's specificity on being monasteries in slaughtering any kind of opposition were very inspiring, because we were building on 10 years of different movements handing to each other, but Syria and Tunisia couldn't even have a 40 people, like we used to do, 40 people standing in front of the press syndicate protesting against a certain law or protesting against a certain minister. You couldn't have such a thing in those two countries. It was impossible to say anything. Actually, whenever you visit any of those two countries, you can't even have a chat with someone, and at least he have or she has to know you for 2 or 3 years to trust you enough to really speak loudly about how monsters and dictators those two were, because no one would speak to you about it. Everyone was suspicious of that they could be prosecuted. And so for those two countries to have something that was so much inspiring, it meant, who are we to complain or stop? We need to continue. We will continue. And there is another thing that is happening that has to do with Syria. Egyptians tried demonstrating in front of the Arab League for Syria, but they have known that this is not really effective. This is not how we can really help Syria. And I have to say something that I don't want to sound arrogant, but unfortunately, Cairo, and Cairo in specific, not just Egypt, is very crucial to how the other countries' situation is.
if a real revolutionary government is there in Egypt, in Cairo, a real pressure on the Arab League and on the other countries will be there and will make a difference to the uprising and the revolutions in other countries. And that's something that we've realized. To help Syria, we need to finish the fight within. We need to bring a revolutionary country, a revolutionary government that will not be a scandal when it comes to the policies towards Bashar. A country, a government that would really push the other foreign countries and the other Arab countries to have a stand against Bashar, to siege this regime till it falls. Because it has reached a stand where it really could not be accepted. So, for example, a few days ago on the 25th of January, I didn't know where this came from, but on the square where almost 2 million were in the square and around it, because we couldn't really reach the square. We set the stage there and I couldn't reach it, but after hours, because of the amount of people there. It also had to do with that the Ikhwan, the Muslim Brotherhood, filled the square totally with their people as well. Not totally, but as much as they can, because they wanted to make a celebration. We hushed that celebration totally, but then they were there. A flag that was carried by almost 20,000 people, the Syrian flag, was there in the square, crossing the whole square almost. And that was something. This did not come from any political group. We did not organize that. At least I know that we were coordinating between 57 different movements and groups, because we have lots of small groups and parties and others that you need to include always. So yes, 57, not all of them are strong or big or important, but some of them are crucial and can reach certain cities, and so we organized together. None of us organized for that flag to come. It was totally a public initiative, and it was amazing. It meant something for us. I was just telling them outside that I have a comrade of mine, a young one, a guy, he's 16 years old, almost 16 actually, who turned that Syrian chant, Yalla irhal ya Bashar, into Yalla irhal ya Mushir. The Mushir is the head marshal of the Supreme Council, the military Supreme Council in Cairo. And he's the only one who can sing it, because he's the only one who can imitate the dialect. And so he's now a star where every protest and every political group wants, and they kind of request him, and we have a schedule for him. He can come to you to chant today, because everyone is very sentimental about this chant. People are really thinking that there is a correlation between winning in Cairo and in Egypt in general, and winning in Syria. People are sometimes like, why doesn't Damascus move? Damascus need to move. Something needs to happen. They are kind of as if a plan they can interfere in would make Syria win. They want Syria to win. It will inspire them. But also they want Egypt to win, because they believe this is in the best interest of our brothers and sisters in Syria, who are really doing a great job. They are really making the notion of being heroes get up to a level that hardly anyone can measure with. Thank you. One quick question, you have to translate the chant for us, because I think most of them don't speak. Akdam can also translate the chant for us first. This Irhal Irhal Yalla Irhal Ya Bashar. That's auf Deutsch heißt Hau ab Bashar. Also los, hau ab Bashar. Ja? Und sie haben aber dann Mushir genommen, also diesen Herrn. Und weil er Mushir heißt, ist ähnlich wie Bashar. Also los, hau ab Mushir. Für die YouTube-Video-Guckers unter uns, das kann man sich auch in der Tat in so einer Endlosschleife bei den Demonstrationen in Syrien angucken, dieses Video. Also das kann man auch Stunden singen. Akdam, vielleicht nochmal den Bogen von Ägypten wieder zurückspannen. Was sind denn, ihr seid ja sozusagen noch mittendrin, was sind denn die Erfahrungen, die ihr aus Ägypten mitgenommen habt, oder die Lernerfahrung? Was habt ihr daraus gelernt und was für Mittel habt ihr denn gerade in eurer Auseinandersetzung? Ja, als erstes muss ich wirklich sagen, was eben Ulla gesagt hat, für uns, für viele Araber in der ganzen arabischen Welt ist Ägypten für uns quasi das Herz, wirklich genau das Herz von der arabischen Welt. Wenn es richtig schlägt, dann sind wir alle in Ordnung. Wenn nicht, dann muss erstmal das gemacht werden und dann funktioniert alles.
Natürlich, die Inspiration kam von den anderen Ländern, aber auch Ägypten, die waren auch aktiv, also ihre Aktivisten, vor allem auch im Ausland. Wir haben ja gesehen, dass Facebook eine große Rolle gespielt hat, dass sie sich organisiert haben in Gruppen und darum, wie gesagt, diese Trends, die laufen ganz schnell. So haben auch die Aktivisten in Syrien sich ein bisschen organisiert. Sie haben auch natürlich erstmal so einen Auftritt gemacht auf Facebook, wie seid ihr? Also entstanden die Komitees. So, die waren ja sowieso auf der Straße und es waren ja diese einige Personen, manchmal sind das nur 3 oder 4, manchmal sind das vielleicht ein paar Dutzend, die in einer Stadt und in einem Bezirk und an einem Ort sehr aktiv sind, die organisieren Demos, die machen sich Gedanken, wie soll das denn morgen aussehen, was wollen wir schreiben und so weiter. Und sie haben sich vernetzt, sie haben immer, wie gesagt, dieser Austausch. Und es war auch ohne das, die Solidarität, also das war jede Stadt Solidarität mit dem anderen Stadt. Hier haben sie die belagert, hier haben die beschossen, sofort also stand nur eine neue Stadt, wirklich. Die Militärkräfte in Syrien waren wirklich von einem Ort zu dem anderen, zu dem anderen, zu dem anderen, versuchen alles niederzuschlagen. Und das ist unglaublich. Also wir haben wirklich viele, viele Komitees. Wir haben mehrere Netzwerke und die stärksten und mehr, also die am meisten organisiert sind, sind die LCCs, die Local Committees, also auf Deutsch, sondern die lokalen Koordinationskomitees. Dann haben wir auch die Syrische Revolution Generalkommission, darunter sind auch viele Komitees verteilt in vielen, vielen Städten. In jeder Stadt gibt es ja, warum gibt es so mehrere Netzwerke? So entstanden das eigentlich. Aber es ist wirklich alles, also die Diversität, es ist wirklich erstaunlich. Es ist in jeder Stadt, alle arbeiten zusammen. Die Jugend sind ja die am aktivsten eigentlich, auch in meinem Alter, ob ich jetzt noch Jugendlich bin, ich weiß nicht. Aber auch so hat sich auch kristallisiert, dass es nicht nur ein Aufstand gegen Bashar al-Assad, gegen das Regime, gegen Korruption, sondern es geht um, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist Werte, auch diese alte Generation, unsere Eltern und die davor, sie sind sehr passiv. Also es ist wirklich gegen diese Passivität, gegen alles, was eigentlich soll es keinen Platz mehr haben in diesem Jahrhundert. So am 21. Jahrhundert wollen viele Syrer letztendlich wirklich ihren Platz auf dieser Erde, auf diesem Planeten dann finden und ihren Beitrag dazu leisten. Trotzdem mehrere Netzwerke, die arbeiten immer zusammen. Man sieht ja, das Ziel ist eins, ihre Methoden sind ähnlich, die Ideen auch, also viele so innovative Sachen, wir sind sogar sehr erstaunt hier im Westen, auch die auch hier aktiv waren, auch schon haben Syrien verlassen, waren auch aktiv, waren auch in zivil in Bewegung oder die dachten, okay, wir müssen ihnen irgendwie einiges liefern hier, das wird so und so gemacht, aber sie waren uns auf jeden Fall immer einen Schritt voraus, wirklich. Die sind wirklich jetzt, Ägypten ist das Herz Arabiens und diese Aktivisten, diese Komitees bei uns, die sind eigentlich das Herz der Revolution, der Protestbewegung bei uns in Syrien. Ich wollte nur noch eins sagen, warum Damaskus und Aleppo sind noch nicht so im Umland von Damaskus, sondern in bestimmten Gebieten, so Bezirke, so eine Altstadt, läuft da was, aber ja, diese großen Städte sind sowieso eigentlich sehr, sehr stark kontrolliert vom Regime, aber es ist eine Art, im Regime ist es koste, was es wolle, es darf um jeden Preis darf es nie zu solchen großen oder Mega-Demonstrationen wie in Kairo, das darf nicht stattfinden, weil wenn in Damaskus oder in Aleppo, vor allem in Damaskus, 1 Million aufmarschieren, das war's. Das Regime ist dann Geschichte. Deshalb versuchen sie mit allen Mitteln, das zu verhindern. Vielleicht noch eine Nachfrage, weil wir sind ja beim Zivilen Ungehorsamskongress. Ola hatte schon angesprochen, Streiks.
Man kennt sozusagen aus Syrien die verwackelten YouTube-Videos von vielen, vielen Demonstrationen, die da stattfinden. Ich glaube, Demonstrationen sind vielleicht sogar noch das Mittel, was man am ehesten kennt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was macht ihr denn sonst so an Aktivitäten? Und geht das weiter hinaus? Gibt es auch so etwas wie eine Streikbewegung wie in Ägypten? Und wenn du vielleicht noch kurz dazu was sagen würdest. Gerne. Auch schnell hat man ja festgestellt, es hat ja friedlich angefangen und es muss friedlich bleiben. Es ist unsere stärkste Waffe, das ist eigentlich unsere Waffe. Es gab schon viele Ideen und viele Aktionen, die haben schon auch im Sommer haben angefangen und dann die Aktivisten haben das genannt Tage der Freiheit. In diesen Tagen haben irgendwie ein Konzept ausgearbeitet, dass wir so kleine Aktionen machen, die Aktivisten zu Hause an bestimmten Tagen. Sie haben wirklich einen Kalender gemacht, sie haben so Ideen, die haben dann darüber diskutiert, die haben sich dann da auf einige dann geeinigt. Und dann haben sie wirklich kalendarisiert auf Facebook immer noch wirklich die ersten Termine. An dem Tag machen wir Folgendes. Sie haben so eine Woche lang oder zwei Wochen lang an jeden, zum Beispiel jeden Mittwoch und Samstag Handy ausschalten, sechs Stunden lang zum Beispiel. Das haben sie wirklich in mehreren Städten gemacht, gemeinsam, gleichzeitig. Sie haben bestimmte Straßen oder Plätze umbenannt. Die waren bei uns überall, haben Statuen vom Präsidenten oder Fotos oder irgendwelche Bilder. Die haben entfernt und die haben ihre eigenen. Denn manchmal waren es ja alte Namen. Das heißt, die haben diese befreit, die haben die Tage der Freiheit. Und diese Maßnahmen, also diese Ideen, waren vor allem für diejenigen, die sich nicht getraut haben zu demonstrieren. Sie wollten irgendwie das nicht unbedingt machen, also wir haben dann andere Möglichkeiten. Es gab Aktionen wie zum Beispiel Springbrunnen in Damaskus, rot gefärbt. Sie haben sie wirklich rot gefärbt. Hier bitte, das Blut, was woanders jetzt fließt, ist hier symbolisch hier dargestellt in Damaskus, weil Damaskus immer noch damals ruhig war. Und diese Aktionen haben wirklich waren eigentlich so jetzt nicht flächendeckend, aber die wurden wirklich in mehreren Städten so weitergemacht, auch ohne unbedingt, dass wir diese Komitee dort kontaktiert haben und ihnen was geschickt haben. Die haben es selber dann gemacht. Sie haben zum Beispiel, wir haben hier sowas, haben selber dann runtergeladen, ausgedrückt und verteilt. Und sie haben quasi, oder ihre eigene ähnliche, also eigene Ideen, so die Solidarität Vater. Diese Tage, also diese Aktionen, die auch mehrere Wochen bis einige Monate gedauert haben, waren eigentlich ein Vorfeld oder eine Vorbereitung zu dem Streik. Die Idee mit dem Streik kam dann nachher, dass wir gedacht haben, okay, jetzt können wir damit anfangen, weil die Menschen wissen jetzt, was das bedeutet. Sie haben es selber probiert und wir haben positive Ergebnisse erreicht. Also wir können jetzt eine Stufe höher gehen. Und dann haben sie wirklich dann bessere Ideen. Ich zeige nur kurz, tut mir leid, es geht alles so ganz schnell. Zum Beispiel hier unser Streik. Ja? Hier ist ein Zeitplan, das geht einen Monat lang. Hier ist nicht zu sehen, leider. Ich kann es ja hier dann, ich kann es mal rumgeben. Und dann könnt ihr ja sehen, das sind die drei Sachen. Die ist hier von beiden Seiten, eins ist von beiden Seiten zu sehen. Und hier auch nochmal so Aufrufe. Kein schlechtes Omen hoffentlich. Der Streik begann mit Folgendem. Schüler, Studenten, sie haben sich verweigert, zur Schule zu gehen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwie eure Lügen wieder mal hier anzuhören. Ihr lehrt mich eigentlich nur Schwachsinn. Ich will nicht mehr. Und außerdem, es war auch klar, sie haben auch öffentlich gemacht, denn sie haben auch mehrere, was war in den Ferien im Sommer, sie haben auch Schulen, vielen Dank, als da die Gefängnisse alle voll waren, die haben auch für Schulen für Gefangene genommen. Sie haben mehrere Schulen waren voll Gefangene, sie haben Gefangene genommen, dort gefoltert und darum sagten sie, ich weigere mich mehr, das ist keine Schule mehr, also ich will mich nicht mehr. Das war eine Art zivil und Gehorsam.
Es war sehr lächerlich, sogar die Sicherkräfte. Sie haben die Schüler mit Gewalt irgendwie zur Schule gebracht. Gut. Dann war irgendwie, es gab den Aufruf für also privat Geschäfte und Läden, dass sie an bestimmten Tagen schließen. Mittwoch zum Beispiel. Die haben geschlossen. Wirklich von früh bis abends in mehreren Städten haben sie das gemacht. Das war quasi die erste Phase. Es waren mehrere Schritte. Erstmal ja, die Schule, dann die Geschäfte, dann die Studenten haben auch gestreikt. Wir haben eigentlich auch im, dann war die, ich überspringe jetzt einiges, dann war im öffentlichen Dienst, dass sie auch ihre Arbeit verweigern. Viele haben dann Probleme damit, wenn du jetzt nicht zur Arbeit kommst, dann bist du ein Verräter und kriegst eine Anklage. Aber trotzdem haben einige gemacht. Doch diejenigen, die hingegangen sind, haben auch sich quasi mehr oder weniger verweigert zu arbeiten. Also sie saßen einfach da passiv, sie haben nichts getan. Und diese Phase war wirklich gut. In 14 Städten in Syrien, in 148 Ortschaften haben sie mitgemacht. Prozent war insgesamt, also in einigen war über 95%, dass sie eine ganze Stadt wirklich an einem Tag oder zwei, drei Tage hintereinander zugemacht haben. Also 80% allgemein, diese Schritte wurden bis zu 80% eigentlich verwirklicht. Und dann kam die zweite Phase und lief gut und wir erwarten, also wird jetzt für eine dritte Phase geplant und das Ziel ist letztendlich wirklich ein Zivilgehorsam, ist wirklich ein Generalstreik. Und das ist also auch ein Instrument oder eine Methode, um das Regime wirklich nochmals unter Druck zu setzen von innen. So, bevor wir zu den Fragen kommen, hätte ich noch eine letzte Frage an dich, Ola. Tahrir-Streiks in der Vergangenheit, Suezkanal, Blockade und so, also es gab ja einiges. Wie sehen denn eure Mittel und Methodiken heute aus? Oder wie sehen sozusagen die Methodiken und Mittel im letzten halben Jahr aus, die ihr noch habt? Und was für ein Repertoire habt ihr noch da? Und auf welchen Ebenen agiert ihr als Aktivistin noch in Ägypten? Actually, some of us, when we say we're active in Egypt, means we're working on political negotiations among the different groups and then among the different actors of policy in Egypt. But we're also working on the field, which means the street fights and the organizing of the marches and what days can we give a good march in or a protest in or can we occupy Tahrir that day? Should we occupy Tahrir that day? And there's also a third thing, which is the clashes or the confrontations with the police and now the police and army, and specifically the army. Because actually to be an activist, you have to also think about let me start by examples. Last year we were thinking of how will we deal with the tear gas bombs, and we appointed hunters. We gave them gloves that proved to be not so much effective. Their hands got burned afterwards, but they continued actually with scarves, with whatever they can find, because we needed someone and some people to hunt the tear gas bombs and direct them away from the big marsh. So the people. Because we're not used to such confrontations, we're not used to tear gas. The last time I had such a confrontation was in 2003. And we wanted, now we are used, and it's a daily, something that we just kind of miss sometimes. And they actually get very creative about, they use different methods, different kind of tear gas bombs every time. So we don't get really up to date to what to do about this kind of and that kind of. And we have this interesting chat after every confrontation. We say, do you think the January one was as good as the November one? I think the November one was a bit more dizzying, but
I don't know, yeah, the taste was different. It's we always kind of measuring how was it this time. And we've discovered that they use poisoned tear gas and illegal, internationally forbidden and banned tear gas bombs against us as well, with the symptoms that we felt, and then with the documentation of what kind of injuries, and with the EU actually and the Amnesty International documenting that those kind of sickness and syndrome and symptoms prove that those are tear gas bombs that have certain ingredients that are forbidden and banned, and certain chemical kind of weapons thing, CRS things, and different kind of terms every time we get educated about. Because one kind would make you dizzy, but one kind would make you vomit, and then one kind would make you vomit blood, and then one kind would be just so much, you're not unable to breathe, but you're not dizzy, you're conscious, it's a difference. So we had to try to deal with that by appointing hunters, for example, and then by finding that they're not enough, and I had to wear a glove and just continue hunting myself, and then I was just like a rat running around to catch the bombs, and I didn't have that good fitness, so I learned afterwards, and I'm a better hunter now. You also had to see what to do to face the bullets when they are being shot at. So we bought garbage cans and divide and kind of broke them into two and made something a cement hand and started carrying them. And actually, the camel battle, which is the 2nd of February, when they sent us to the Tahrir camels and fezbas to invade Tahrir as if they are thugs. They were plainclothes police officers and soldiers and thugs. And they wanted to show that Egyptians are angry at those at Tahrir and they are invading Tahrir to just make this occupation. And it was kind of a 21 hours of confrontation. On that day, I've seen a lot of people die around me, and I've seen some people lose their eyesight. It was so hard, but on that day I had some smiles because of the things people used to protect their head, because those thugs were using mainly rocks. And so, for example, this bottle would be grouped with five others, and we'd be put with a plastic thing all around your head, like that. And then you would have such a helmet, just organic one, done by nothing. Or you carry this chair all like flipped over your head. So especially if this part is has divisions in it so you can see, but still it's as if you're wearing a mask, but it protects you from the rocks. All those great and amazing things. Actually, there are documentaries about those organic things that people made from cans and bottles, because we couldn't get out and we insisted we're not getting out, but only for bodies, carried as bodies. And we had the snipers and we had to deal with them. You now have to organize for such confrontations as well. You have to organize for example, we were surprised to, and this was not something that we invented, we found, and then we dealt with later, with the 14 years old small kids on fizbas, motorcycles, who would come, rush to the front line, carry the injured, and go back. Because if we carry the injured to the field hospital, which is now a must, of course, and we, around the Tahrir, would have three or four different ones, especially in the big mosque that is there and in the big church that is there, Asr al-Dubara Church and the Omar Makram Mosque. They both have field hospitals usually, and they both get invaded and beaten, actually. So such fizbas, for example, were an amazing tool that those kids invented themselves. On general, we are trying to also now be more creative. Striking in Tahrir and just occupying Tahrir is not helpful. They are manipulating the media. They are making people hate us. They are making people think we're just a few kids with no vision. We don't know what exactly do we want when we bring down the regime. And what we're trying to do
invent and be creative and have different tools of getting into neighborhoods with initiatives, but with something that would prove that they are lying about us, we're not. So for example, the initiative I spoke about in the morning, the Kazibun, came out of being so desperate in November, feeling that you're totally trapped in a certain street in front of the cabinet, the ministry cabinet, where we were totally trapped in the Osirayni. We couldn't really do anything there, and we were dying for free. If the choice was mine, we should have withdrawn. But people there were so unorganized, were totally just enthusiastic individuals, and we had to stay with them. But we were dying for free, and we had to think about something, because people outside were thinking that we are bringing this to ourselves. And we just came up with those videos that we uploaded on YouTube, where a SCAF person would be speaking, and then a video that proves that he's a liar on each of his sentences. For example, he said that we burned a certain building in that street that has historical books, hundreds and hundreds years old books. And we brought videos shot by handycams and mobile phones that proved that officers burned this building, and that it was burning from inside, and that actually a media broadcaster, a host of a talk show, announced that the building is being burned an hour before it starts burning, because he knew, they told him, that a fire would start in that building, and by mistake, stupid him, he announced it an hour before. And we had to bring the video and then bring the other video proving that it is not the same moment and how it happened. They said that we throw Molotov at them, and we brought pictures showing the officers in the over the cabinet throwing rocks and Molotovs and actually peeing at us. To humiliate us, they stood unzipped and peed at us. They wanted to bring our morals down, and that actually made it more difficult for people like me to convince people that we need to withdraw and attack from somewhere else, because they were so angry at that. We showed videos showing how they unstripped a woman in the Tahrir, who was just volunteering in the field hospital, whom they said she unstripped herself. And they unstripped her and actually stood over her and kept jumping over her breasts. Her chest was crushing under their legs. And just showing that with his voice, this person, this Supreme Council member, made it clearer that they are lies. And then suddenly it became wider than us. We became unimportant totally. And the people in different neighborhoods who would dare to have a screening of this video in their neighborhood, in the street, and then get protected by their other neighbors and the public committees there, was amazing. Just to finish, it is important to know that public committees in Egypt, especially in Cairo, on the revolution time, we're not all in the side of the revolution. That might be a first in history, but some of them, when we would go out for a meeting or bring in a publication that we've printed, would arrest us, beat us in the streets, and actually hand us over to the military police, because some of them were just protecting their areas from the poor people who must be coming to attack us, because there's no police now. There are so much brainwashing people in the media to the extent that they want us to be just standing against each other. I can tell you that when the Mespiru happened, the 9th of October, when they crushed with military tanks a Coptic demand march, where Copts and Muslims were marching for the Coptic demand because of a certain incident in Aswan, another city in Upper Egypt. When this happened, the manipulation of the media was so disgusting that to an extent that other Christians were saying, oh, those are the poor Christians who are expected to be just thugs and thieves and want chaos so they can do whatever they want. And it was so a class thing. It was so obvious that the brainwash is building its strength and power over that they want us to be divided according to class. And that's where we should work on.
It is a division according to that, and it is a division according to whether I actually happen, my family, not me in person, but I happen to live in one of the most expensive areas in Cairo. My family lives there, and I have been living there for years, so when it wasn't that expensive necessarily, but the fights I have with neighbors and with people around there tells me it is not about other division, but that there are certain people who have their best interest in that this revolution win. And we didn't even get to win them all yet, because some of them think it's not their fight yet. And but they don't know that they are actually being revolutionary, because within their own organizations, their own factory, their own civil entity, when they are fighting against a boss who's not treating them well, or who is actually a remnant of the old regime, that's a revolutionary act. And that's what we want them to know, and we want to link every single small fight to the other so we can all be stronger, because it is an issue of who would lose their business because this revolution wants social justice, and who would gain a lot because social justice is a must for this country and for this revolution to win. Wir haben gehofft, die Arabische Liga, dann schicken sie einen Kriegsverbrecher als Leiter der Mission, die Beobachtermission, Menschenrechte. Wie soll ein, auch wenn das umstritten ist, dass er ein Kriegsverbrecher war oder nicht, aber wie soll ein Militär, ein General Menschenrechte schützen? Bitte, aus dem Sudan. Hallo, ist das ein Paradies der Menschenrechte? Also es ist wirklich eine Verarsche. So. Tut mir leid, aber es ist halt so. Also die Frustration ist sehr groß. Danke. Und dann verlängern sie auch noch die Mission. Das wäre so der große Erfolg aller Zeiten. Ja, nochmal vier Wochen, ihr wart ja super. Dann schicken sie irgendwie 150 Halbleien und 50 davon sind korrupt. Es ist irgendwie wirklich wahnsinnig. So, wir wollen auch realistisch bleiben. Ja, wir wissen, dass eigentlich jeder Mensch hat Grenzen. Um irgendwie friedlich zu sein, da musst du mehr Kraft aufwenden, um gegen Gewalt. Also diese blutige Gewalt vom System, es ist unbeschreibbar. Es ist unbeschreiblich, wirklich, es ist unfassbar. Und diese Kräfte, langsam merken wir auch ich bin auch in dem humanitären Bereich tätig und wir helfen auch viel, aber es ist viel zu tun. Darum sagen jetzt, sage ich mal, realistisch, bitte, wir haben diese Soldaten, diese Abtrünnigen, diese Deserteure, und das ist eigentlich ihr Job eher. Also unsere Armee soll ja das Volk schützen, die tötet unser Volk. Also wir haben eine ehrenhafte, kleine Armee, nennt sich die. Diese sollte vielleicht diese Funktion übernehmen, oder am ehesten sollen sie diese Funktion übernehmen, Demonstranten oder die Zivilgesellschaft schützen, irgendwie. Also wenn, dann soll das so ausgetragen werden. Wir hoffen, dass es dazu nicht kommt, dass der Druck und die Vernunft irgendwie doch siegt. Aber wie gesagt, es spielt eigentlich eher zugunsten des Regimes, nicht zu unseren Gunsten. Aber unser Glaube ist groß und der Wille ist auf jeden Fall da. Vielen Dank. Natürlich überlegen einige, quasi in den sauren Apfel zu beißen, ne? Und sagen, okay, wir verhandeln mit dem Regime, einige sollen auf jeden Fall verschwinden, einige bleiben und wir machen eine Koalition, eine Regierung, irgendwie ein Übergangsregime, 6 Monate, 1 Jahr, 4 Jahre, wie auch immer. Doch, ich meine, gucken Sie mal, wenn eine Frage, wird jetzt Putin, da er jetzt als Sowjetunion war, KGB, würde ein demokratisches Land aufbauen? Actually, what's happening in France and the UK and what's happening in other cities, Germany and in other cities and countries in Europe, proves that democracy full stop is not enough, and democracy this way is not the solution, and it doesn't answer the questions we need for a better life. And that's a battle that we're all fighting, but we're all also learning and educating the others who put the older system that
we can invent something better. We are inventing something better. And this is what something I wanted to say. The other thing is about the invasion. We so much learn about and the intervention, because for me it's the same, invasion and intervention. It is an invasion. What happened in Iraq is an invasion and an occupation to Iraq. And what happens in Libya is an invasion, and what happened anywhere else is an invasion. It's because countries who have interest in resources in other countries, or because they want those countries and systems and regimes to play a role, are interested in invading those countries to change things. But do they really change? Because look at what regimes are. Mubarak is down, but then Mubarak is just the head of the tip of the thing, because a regime is more stronger and deeper than just Bashar or Mubarak or Ben Ali or anyone and some of those dictators. And those interventions are not meant to change the system, they are meant actually to keep it.